Ich bin zwar nicht immer so ein Fan von so Skip-Geschichten, ne? Aber lass mich ja gerne mal auf was Neues auch ein. Ah, warte mal. Hier verursachte ich dann Schaden mit die ganze Zeit. Das klicke ich mal lieber weg. Weil sonst add ich die. Lola, kannst du auch so durchlaufen? Hätte ich es gar nicht wegklicken brauchen. Der Worry ist ein bisschen langsam. Ich hoffe, der kommt hier nur rechtzeitig rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit geaddet hätte, ne? Ich hab's jetzt mal sicherheitsweise weggeklickt. Man weiß ja nie. Wäre dann schon blöd gewesen, wenn ich damit reingeaddet hätte. Das ist immer, wenn einer da außen dann steht. Können wir den noch interrupten? Ne, ich hab leider kein Interrupt ready. Caster dann noch rauskriegen würden, wäre es halt echt supi-dupi. Den kannst du nicht kicken. Run out. Ich laufe jetzt nicht raus. Ticken vielleicht. Das Ding ist, den einen kannst du halt interrupten, aber der andere, der steht da halt einfach in der Void drin, der will halt nicht. Ah, doch, der hat, Demon Hunter hat den gekickt bekommen, perfekt. Eigentlich müsste ich fast meine Kicks aufbewahren, immer dann, wenn irgendeiner so Spirenzchen macht und abhaut. Wie jetzt, dass wir ihn wieder herziehen können. Und den kann ich das orientieren? Dann hört er auf, hier den einen zu behaken. Also wenn ihr die CC ist, ne, dann verschwindet er immer, dieser Assassine da. Ja, mal gucken, wie es mit den Prozenten ausgeht. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gespielt mit dem Skip. Aber ich weiß nicht, ob das dann gelangt hat, ne? Ob wir nicht irgendwo noch was dazu pullen müssen. Den Vorteil, was du halt hast, wenn du den Skip machst, du kannst A, den Großen halt an den Bossrand pullen. Das geht ganz gut. Wahrscheinlich könntest du sogar die Kleinen auch mit reinpullen, wenn ich ehrlich bin. Du kannst halt instant HT ziehen, ne? Dann kannst du vielleicht noch einmal öfter HT ziehen oder so in dem Run, wenn es gut läuft. Je nachdem. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht wieder abkackt. Eben den Run, den ich davor gelaufen bin. Der Run war zwar erfolgreich, aber das Problem war einfach. Kann ich die zusammenpullen? Eigentlich müsste schon gehen, ne? Spricht ja jetzt eigentlich nichts dagegen, dass wir die in den Großen reinpullen. Interrupt. Okay, der ist ein bisschen sauer. Ich muss halt inkern, das hilft nichts. Richtig auf den Latz. Interrupt. Ja, glaube ich, den Wutbuff drauf gehabt, ne? Da war groß und rot. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht so clever war. Danke dir fürs Followen. Jetzt habe ich Inka für das schwere Pack nicht. Interrupt. War jetzt nicht so clever, wenn ich ehrlich bin. Sehen, wie lange wir jetzt für den nächsten brauchen. Walken wir hier nochmal. Interrupt. Das ist ein Eulen-Action. Ah, haben wir die Convoke ganz gut durchgekriegt. Nee. Never ever kriege ich die Inka ready für das schwere Pack. Ah, scheiße. Aber da ist wahrscheinlich 2 Minuten oder so delayen müssen, ne? Emil, ich grüß dich. Ja, stimmt, am Ende kann man die einen Mobs oben auch machen, ne, wenn es nicht reichen sollte.
Bin ich aber überlegen. Nee, der stirbt wahrscheinlich in einer Minute. Dann habe ich wahrscheinlich noch eine Minute Abklingzeit auf Inka. Ja gut, ich habe gleich nochmal beide Walls ready. Und Convo kann ich reinhauen. Eigentlich, ja, müssen wir es halt so machen. Nee, dieses Mal war die erste Weekly Chest, die komplett RIP war tatsächlich. Dann habe ich die Steine genommen, wo du dann sockeln kannst, ne? Schauen wir mal. Interrupt. Interrupt. Okay, das ist gerade gestorben, als ich interrupten wollte. Und ich judge den nächsten an. Perfekt, der gar nichts castet. Naja, gut. Die hauen halt relativ viel Schaden auf die Gruppe raus, ne? Deswegen. Und ich krieg da auch schon ganz gut was auf den Latz. Eigentlich will ich hier bei der Gruppe immer im Optimalfall Inka haben. Gut, jetzt habe ich Inka, ne? Aber ja, wahrscheinlich war es doch gut, dass ich es gezogen habe, weil dann Delays ist die halbe Instanz lang und das ist mein stärkster Cooldown, ist halt eigentlich auch immer Käse. Der eine schreibt Fun Pack last week. Stimmt, letzte Woche war... Ernsthaft? Wie ist denn der jetzt gestorben? Ja gut, das ist interesting. Seismic Stomp ist der gerippt. Jetzt da released, na gut. Komm, wir tun mal wieder ein bisschen Hole Weaven. Zurück in den Bären. Ah, das war jetzt dumm, dass ich es gezogen habe, ne? Das bräuchte beim Boss eigentlich am Anfang. Das war jetzt nicht so clever, ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht so clever. Am Anfang sind diese ganzen Relikte. Dann kriege ich da schnell Aggro drauf. Ja, ich habe jetzt eh vergessen, den Pot zu ziehen. Ja, aber das mache ich dann. Seht ihr hier, da wäre es immer ganz gut. Dann kann ich nämlich auch schon ordentliches Schild aufbauen an den Viechern. Defensive. Dann mal wollen. Attack Totem. Watch your step. Fuck it. Haben wir aber schon ein bisschen gebraucht, um das Totem zu killen. Ach komm, also, der Worry ist schon ein bisschen in Movement, Günther. Einer hat ihn geretzt. Vorher schon der Scheiße drin stehen geblieben. Nochmal. Defensive. Watch your step. Es ist halt wieder die Entscheidung, ziehe ich hier Inka oder nicht. Komm, ich ziehe sie jetzt. Scheiß drauf, der Boss lebt nur lang genug. Dann mache ich halt nicht gleich einen Big Pull, Attack, sondern... Totem. Defensive. Pull halt erst irgendwie eineinhalb Packs oder so. Und dann die großen... Watch your step. Ich ist auch die ganze Zeit irgendwie ein bisschen low, ne? Attack Totem. Defensive. Ich hoffe jetzt meine Convoke für das Totem da. Für die Flagge. Ist eigentlich nicht so gut, ne? Auf der einen Seite anfangen und zurück, glaube ich, einfach umdrehen, sondern hab's ja gerade noch geschafft, aber
optimal war das jetzt nicht. Attack Totem. Defensive. Gibt immer noch das Ding. Und schon ganz schön lang für den Boss. Naja, wird wenigstens das einzige Gute, meine Inka wird wieder ready. Jetzt habe ich vergessen, den Pot zu ziehen, ne? Attack Totem. Beim nächsten großen Pull ziehst dann. Na gut, das brauchen wir dann wohl doch nicht mehr. Ich habe mittlerweile hier die Brontosaurus Soul Shape genommen. Oh fuck, die wollte ich jetzt nicht alle pullen, das war jetzt nicht so clever. Boah, das waren jetzt gar nicht so viele Mobs, ehrlich gesagt. Inke habe ich in 40, dann pullen wir die anderen beiden Packs zusammen. Hallo, ich will raus da. Holy moly. Meine Maus hat gerade nicht reagiert. Das ist immer ein bisschen ätzend, ne? Die stacken dir so eine Scheiße hoch, dass du prozentual weniger Life hast. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Eigentlich will ich die einen jetzt mit den anderen reinziehen, aber okay. Interrupt. Sind die halt ganz da hinten weg. Hä, hat er das nicht gezogen? Ach, irgendwie ist die Inka nicht ausgelöst. Was ist denn das? Jetzt habe ich die Inka für 3 Mobs. Interrupt. Ich habe kein Desorientieren. Ich kann wegknocken. Also, wahrscheinlich mit Inka hätte ich auch den ganzen Raum pullen können. Und die wegratzen. Wir haben halbwegs Damage. Katze leider da am Anfang noch nicht. Gehen wir mal rechts rum. Ich finde rechts irgendwie besser. Watch your step. Oh boy. Watch your step. Bin wieder ganz hinten reingeholdet. Watch your step. Ich finde es schon immer ganz nice, auch so Convoke nochmal zu haben. Das halte ich dann auch nochmal zur Not. Eigentlich könnten wir da auch nochmal ein bisschen was zusammenpullen. Ich mache es jetzt relativ safe hier. Interrupt. Watch your step. Ach, fuck, wir müssen an die Seite. Ich pull dann einfach die Kleinen noch dazu. Die Kleinen in die beiden, das kann ich eigentlich machen. Watch your step. Weil ich könnte auch Inka für den Boss aufbewahren, ne? Ich bin gerade am Abwägen. Ich stehe hier in der Suppe drin.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es das Wurf war. Ich glaube, ich hätte lieber beim Boss Inkel gezogen. Im Heiler-Mana aus. Okay, Heiler sitzt. Das ist ein harter Boss. Run. Oh fuck it. Da ist beinahe schief gegangen hier. Defensive. Watch your feet. So ein bisschen in der Suppe drin, der Kollege. Run. Fuck it. Defensive. Noch wurden wir nicht gehackelt. Theoretisch willst du die Mobs eher, dass sie am Rand sterben. Jetzt habe ich den Boss natürlich schön aus dem Ding rausgezogen. Die sind jetzt alle in der Mitte tot. Perfekt. Defensive. Holy, was zur Hölle hat der mir jetzt gerade reingehauen? Okay, das war gerade gefährlich. Das war gerade richtig gefährlich. Ich gerade schon Rippen sehen. Run. Ah, fuck it. Da kriege ich jetzt die Ads leider nicht. Ich hätte nicht dahin laufen sollen, habt ihr gesehen? Es war halt zum Arschlecken, dass ich gerade noch durchgekommen bin. Aber die Ads machen zum Glück nicht so viel Schaden. Die waren jetzt kurz auf dem Demon Hunter, das hat den nicht gekillt. Aber gut war es jetzt nicht. Run. Besser ist so in der Mitte zu bleiben, auf Midrange. What the fuck? Okay, jetzt habe ich nochmal eine... Habe ich beide Walls raus? Habe ich gar nichts mehr. Ich habe jetzt noch eine Inka, theoretisch. Soll ich sie hier ziehen? Defensive. Fuck, ich wurde gehackelt. Ich muss sie ziehen. Ah! Ich hätte ich muss jetzt ziehen, nicht, dass ich sterbe und wir dann hier dingsen. Defensive. Das ist jetzt übelst gewastet. Aber bevor wir hier rippen, jetzt habe ich halt keine Inka für die Geister. Das ist jetzt maximal behindert. Moscherie, ich grüße dich übrigens. Jetzt läuft halt hier die Inka, wenn wir laufen. Perfekt, alles richtig gemacht. Das Tank stirbt nicht. Ja. Fuck, ich bin übelst weggeslowt. Alter, bin ich weggeslowt. Hier will ich halt eigentlich Inka haben, weil das ist dann teilweise schon ein bisschen nervig. Sollte mal kurz mal... Okay, der Demon Hunter lasert volle Lotze rein, aber jetzt hat 5 Stacks. 6 Stacks. Wir brauchen halt jetzt alle Ads, ne? Weil wir da hinten was ausgelassen haben. Ich wollte da jetzt halt gerade um die Ecke laufen, ne? War nochmal so eine Fläche und dachte mir lieber... Ja, lieber doch nicht. So, jetzt ist halt die Frage, wo gibt es mehr Prozent? Rechts oder links rum? Interrupt. Zum Glück ist jetzt hier kein Trash-Buff. Weil die Typen hauen schon immer ordentlich raus und wenn du da keinen Heiler hast, der auf Zack ist, dann wird es da teilweise echt schon immer ein bisschen knapp.
Ich bin schon manchmal im Überlegen, ob es Sinn machen würde. Ach, ich muss hier mal das. Also, wir haben ja noch einen Heiler. Der Heiler kann das ja auch unternehmen. Hat keiner die Kugel genommen? Ah, warte. Gehen wir mal links rum. Das kann ich mir nicht erzählen. Fuck, jetzt bin ich halt. Ich muss da immer aus der Bärengestalt raus. Weil sonst buggt das immer. Dann drück ich diese Kugel, aber er macht da halt irgendwie nichts mit, ne? Don't steal shield. Ach, meint er jetzt den Debuff? Was man, das cursen kann? Perfekt. Ah, wir haben den Kollegen hier. Na ja, gut, jetzt hinten alle ihre Cooldowns drauf. Da warte ich mal mit Inka noch. Was jetzt die rechts nach, dann sollte es passen. Nee, ich pull jetzt da keine zusätzlich dazu. Weil sonst haben wir am Ende noch zu viel. Ich mach's jetzt einfach so, dass wenn am Ende was fehlt, dann können wir die einen Mobs noch machen. Wenn ich jetzt hier irgendwelche specialigen Mobs mache, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ehrlich gesagt. What's your step? Wait, das ist nicht der Typ, der einen runterblastet, ne? Ich glaube, den Knochentyp habe ich hier noch nie gemacht. Macht der jetzt Knochensturm? Ich glaube, ich bin den komplett falschen Weg gelaufen. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen, der mit den Knochen. Ich glaube, den machst du auch normalerweise nicht, oder? Also, I don't know, aber ich glaube, das war jetzt nicht die Route, die man normalerweise geht. Wie viel haben wir denn jetzt? 95, ne? Bringen die 5%? Könnte knapp werden, würde ich mal sagen. What's your step? Oh, der Worry. Das war schnell reagiert. Muss ich den Worry lassen? Ich dachte, der ist unten. What's your step? Den habe ich schon fliegen sehen. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die 5% bringen. Bringt jetzt 1,5%? Easy, habe ich alles so geplant. Wahrscheinlich. Easy, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben eine Viertelstunde, zwei Bosse. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Hä? Ach, ich war im Normalgestalt und wollte eigentlich mein Dings ziehen und spring zurück. Er fragt hier Bloodlust vor Last Boss. Wir haben halt eh noch Cooldown. Also 3 Minuten, willst du jetzt 3 Minuten warten oder was? Wir müssen ihn halt beim Endboss ziehen. Watch your step. Ich kann jetzt ein bisschen kacke bleiben, weil du musst da in einer ziemlich kleinen Melee-Range stehen bei dem Boss, sonst. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich laufen. Ja, aber den muss ich auch defensiv spielen. Harteter Boss. Wenn ich jetzt hier stehen würde, ich habe nämlich ein bisschen weitere Range, wo ich hitten kann, weil ich Eulen-Affinität spiele, dann kann ich den Boss hitten, der Boss trifft mich aber irgendwie nicht mehr und dann melee der hier rum und der haut ihn, der Melee-Ding, haut der ziemlich gut rein tatsächlich. Also ich hatte das am Anfang mal, als ich das noch nicht so ganz gecheckt habe, ich dachte halt, gut, wenn ich den Boss hitten kann, dann kann der mich bestimmt auch hitten, alles easy, ne? Und ja, dann waren die Milis tot. Dann dachte ich mir, okay, anscheinend nicht. Komm, wir ziehen jetzt hier nochmal Inka. Seht ihr gut, dass ich die Mobs rechts nicht gepullt habe, wie ihr mir das empfohlen habt. Weil sonst hätten wir jetzt ordentlich overcapped. Hat nämlich ziemlich genau gereicht, ne? Von den Prozenten. Run out. Du, alles gut. Du hast ja nur gut gemeint.
Bin da kein Böse. Permaban-Ink, ja. Also dann müsste er erstmal der Ruhl ein Permaban kriegen für sein Sandrelikt-Fail, ne? Also. Aber nein. Was? Der Boss dauert halt einfach so lang, ne? Wir haben. Jetzt könnten wir wahrscheinlich so trotzdem noch bei dem HT ziehen. Run out. Hat er gerade seine Seele da entkommen lassen? Habe ich das gerade richtig gesehen? BH muss gerade seine Seele handen gehen. Ja, das geht bestimmt. Hier kann man auch, wenn man gut ist, rüberspringen. Ich mache das nicht, weil ich mir immer denke, ah, wenn es da in die Hose geht, dann ist mein Buff-Food weg und ne, haben wir halt da noch Geschichten. Ich hatte das schon mal, damals, als ich in der zweiten Season, glaube ich, meinen 20er fürs Achievement gespielt habe. Da war es, glaube ich, zwei Keys hintereinander so, dass wir noch 10, 15 Minuten beim Endboss hatten, also richtig schnell durch waren und dann drei oder vier Mal beim Endboss gestorben sind, weil jedes Mal der Heiler nicht aus dem Strahl rausgekommen ist und jedes Mal gerippt ist. Ne? Ich habe dann immer so ein Déjà-vu-Gefühl, wenn ich hier bin, noch gut Zeit überhaupt, dann denke ich mir, Gott, hoffentlich, ne? Hoffentlich klappt das mit dem Movement. Bin ich dann immer so, ich hab wieder vergessen, meine Pots zu ziehen. Ich zieh's hart mit Inka zusammen dann. Defensive. Schau mal, was er mir reinhaut. Oh, doch schon einiges. Stay away from lines. Stay away from lines. So rum. Boah, wenn er dich stunt und du dann nicht aus der Linie rauskommst, ne? Das wär so der Worst Case. Defensive. Ich spare mir jetzt meine Inka mal ein bisschen für hinten auf. Wird die jetzt noch tot? Stay away from lines. Defensive. Ah, haut schon ordentlich rein. Also wenn ich dann irgendwo low bin und er mich dann damit catcht, bin ich auf jeden Fall Moose. Defensive. Stay away from lines. Run out. Defensive. Sind jetzt die Geister eigentlich verschwunden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Stay away from lines. Fuck it. Worum geht er? Okay, war alles easy. Run. Run out. Defensive. Das ist jetzt ein bisschen. Ich mal einmal hoch. Stay away from lines. Okay, jetzt wo ist der letzte? Ah ja, gut, okay, das passt. Jetzt hätte ich eigentlich auch Eulen convoken können. Defensive. Machen wir mal sicher. Okay, da sollten wir vielleicht ein bisschen rausgehen. So, die explodieren die irgendwie schneller? Gefühlt waren die mal länger da. Diese Geister. Könnte jetzt nur ätzend werden. Defensive. Stay away from lines. Ach, meine Maus hat gerade wieder kurz gebackt, ne? Ich dachte mir gerade, ich konnte gerade nicht moven. Ach, das war sogar noch Double Chest, oder? Ja, nice. Ja, nice. Hat nur 15 Punkte gebracht. Enttäuschend.
Ich hab einen Ring gekriegt. Der hat mit sehr viel Versa, ist der. Aber ich hab halt, ist der besser als der Crit-Ring? Ist halt Mastery, ne? Na, das war doch ein schöner Run. Ich müsste eigentlich mehr Punkte kriegen, wenn man schneller von der Zeit durch ist. Denke ich zumindest mal. I don't know. Ja, zwei haben den gleichen gekriegt. Ja, nö, war ein schöner Run. Da kann man jetzt nichts sagen. So muss es öfter sein.